Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Dubaro Computersysteme und zwar mit dem Hardware Deals 1200 AMD Edition für 1299 €. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Kurz vorweg, das System wurde mir nicht vorgeschlagen aus der Community, sondern Hardware Deals hat mich direkt angeschrieben, hat gesagt, hey, schau mal, ich habe ein neues System auf den Markt gebracht über Dubaro, schau dir das doch mal an, wenn du da irgendwie Zeit zu hast, und das machen wir jetzt auch, weil ich finde, das ist schon ein starker Preis für das System, aber da werden wir gleich noch drauf zurückkommen. Wie immer zuerst das Bild, das ist das ganz normale Gehäusebild von dem ARX 500, hatte ich ja auch schon im Test. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 5 7500F. Der hat 6 Kerne, 12 Threads, eine TDP von 65 Watt und unterstützt offiziell DDR5 5200 MTS. Den könnt ihr auch ganz locker mit 6000 oder 6400 betreiben, wenn ihr das möchtet. Das funktioniert meistens problemlos. Also wir hatten bisher noch keine Konfiguration, wo das irgendwie Probleme gemacht hätte. Der ist auch noch relativ neu auf dem Markt, ist auch eben nur ein 6-Kerner. Wenn ihr streamen wollt, empfehle ich immer einen 8-Kerner. Ihr habt ja meistens nicht nur den Stream. Also ihr habt OBS, ihr habt Discord, ihr habt Spotify, ihr habt den Chat nebenbei noch laufen und das Spiel und so weiter. Wenn ihr dann noch über den Prozessor rendern wollt, anstatt über die Grafikkarte, wird es dann ein bisschen eng. Deswegen lieber einen 8-Kerner nehmen oder eben über die Grafikkarte rendern. Die Grafikkarte, die hier im System ist, die unterstützt das Ganze natürlich auch ganz easy, deswegen, wenn ihr streamen wollt, funktioniert das aber eben nicht über den Prozessor. Würde ich persönlich nicht empfehlen. Ansonsten haben wir hier schon den neuesten AM5-Sockel. Wir haben einen der neueren Prozessoren. Ihr könnt dann später sogar noch aufrüsten mit dem Mainboard, was hier drin ist, wenn ihr da irgendwann mal ein 7800X3D oder so draufschmeißen wollt. Das ist überhaupt kein Problem. Und der kostet 183,90 € bei HardwareCamp24. Der CPU-Kühler ist ein Enderfy Spartan 5 Max ARGB. Der bringt schon RGB-Beleuchtung mit, hat eine TDP-Klasse. Klassifizierung von 180 Watt, hatte ich selber auch schon im Test, wird mit dem Prozessor Spielen fertig. Natürlich ist das Ding jetzt nicht so fancy wie eine Wasserkühlung oder so, aber braucht ihr in dem Preisbereich sowieso nicht und außerdem braucht der Prozessor auch keine Wasserkühlung. Kann man natürlich machen, wenn einem das optisch besser gefällt, aber der Kühler ist völlig in Ordnung. Und der kostet 24,90 € bei Reichelt. Das Mainboard ist ein MSI Pro B650P Wi-Fi DDR5. Auch hier natürlich der aktuelle Sockel AM5, das heißt, ihr könnt später noch aufrüsten. AMD hat, glaube ich, bis 2025 garantiert, dass man die Prozessoren, die bis dahin erscheinen, alle noch auf AM5 betreiben kann. Wir haben hier gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann SSD verbaut werden, hier unten noch eine weitere SSD, hier kommt die Grafikkarte rein und dann habt ihr noch 3 Erweiterungsslots, sofern dieser eine hier nicht überdeckt wird, für vielleicht eine Capture-Card oder USB-Erweiterungskarte, was auch immer ihr da reinstecken wollt. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1, WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss, also das Mainboard bringt schon WLAN und Bluetooth mit. Wir haben 4x USB 3.0, 3x USB 3.1, USB Typ C ist mit am Start, ein LAN-Anschluss ist auch mit dabei. Die Onboard-Grafik bitte nicht benutzen, das könnt ihr mit dem Prozessor sowieso nicht. Es ist ja ein F-Prozessor, das haben sie sich ein bisschen von Intel abgeguckt, sieht das Bild sowieso über die Grafikkarte. Das Board ist in dem Preisbereich auf jeden Fall gut gewählt. Wie gesagt, ihr könnt später sogar noch die Prozessoren aufrüsten, das sollte überhaupt kein Problem darstellen, auch nicht mit den Spannungswandlern, weil die Prozessoren von AMD sowieso sehr sparsam und effizient sind. Und das kostet 189,70 € bei Mindfactory. Grafikkarte ist eine 16 GB AMD Radeon RX 7800 XT, beliebiger Hersteller, wird nicht montiert geliefert. Im Endeffekt bekommt ihr dann das System und die Grafikkarte extra geliefert, beziehungsweise in dem gleichen Karton. Die müsst ihr dann noch selber da reinstecken, die Stromanschlüsse anschließen, festschrauben und dann ist die Sache auch erledigt. Wir hatten den Fall jetzt vor kurzem mal auf dem Discord, da hat auch einer gefragt, wie das funktioniert, weil er die Anleitung nicht entdeckt hat. Dubaro legt auch eine Anleitung mit dabei, wie man die Grafikkarte dann einbaut. Das ist echt kein Hexenwerk. Und da wir hier beliebiger Hersteller haben, nehmen wir natürlich die günstigste, ist in dem Fall die ASRock Challenger Radeon RX 7800 XT OC. Die Grafikkarte ist gut für Full HD und WQHD Gaming geeignet. 4K kommt auf die Titel an. Ich sag's immer wieder, E-Sports Titel, sagen wir jetzt mal Overwatch und Valorant und so weiter, die laufen auch in 4K ganz easy. Aber wer in Full HD oder WQHD spielen will, hat auf jeden Fall mit der Grafikkarte keine Probleme. Den FPS-Test dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und nur mal um eine kleine Orientierungshilfe zu geben, diese Grafikkarte siedelt sich ungefähr bei der 4070 Non-TI von Nvidia an. Und die kostet 558
Euro bei Mindfactory. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB, 2x 16 GB, also Dual-Channel, DDR5, AMD, Intel, 6000 MHz, Kingston Fury Beast. Da habe ich auch direkt mit Hardware-Deals geschrieben, weil erstmal 32 GB ist eine geile Sache. 6000 MTS ist auch eine gute Sache, habe ich am Anfang schon erwähnt, könnt ihr die Prozessoren locker drauf betreiben. CL36 ist jetzt nicht so geil. Das merkt man vor allen Dingen bei den 1% Low und so weiter. Die meisten von euch werden es wahrscheinlich gar nicht merken, ob ihr jetzt CL30 oder CL36 habt, aber ich sage es dabei, das ist auf jeden Fall verbesserungswürdig. Und Hardware Deals hat dann auch schon gesagt, jo, das habe ich an Dubaro weitergegeben, die versuchen jetzt an CL30 RAM dran zu kommen, weil der einfach nur 4 Euro teurer ist. Das wäre dann der von G-Skill. Man kann hier nämlich auch nicht nachkonfigurieren, dass man sagen kann, jo, ich konfiguriere mir jetzt CL30 rein. Das funktioniert leider nicht bei Dubaro. Aber das werden sie wohl noch ändern, ansonsten mit dem RAM könnt ihr auch leben. Aber es geht natürlich besser, wie gerade schon gesagt. Er bringt auch schon Intel XMP 3.0 bzw. AMD Expo mit dabei. Für uns gilt jetzt AMD Expo, ist nice to have. Und er kostet 106,46 Euro bei computeruniverse.net. Die Festplatte ist eine 1 TB Western Digital WD Blue SN 580. Er hat eine Lesegeschwindigkeit und eine Schreibgeschwindigkeit von 4150 MB die Sekunde. Ist für den normalen Gamer völlig ausreichend. Ob ihr persönlich mit 1 TB klarkommt, liegt an euch. Natürlich, für den Anfang reicht es. So 2-3 Spiele kann man installieren, dann wird es irgendwann eng. Gerade wenn wir über AAA-Titel reden und ähnliches, die sind mittlerweile so riesig geworden, wenn ich allein an Far Cry denke, Far Cry 6. Wenn ihr das HD-Texturen-Paket dabei nehmt, hat das Game alleine so um die 150 GB. Deswegen lasst es euch gesagt sein, entscheidet, wenn ihr das System kauft, ob ihr direkt 2 TB nehmt oder ob ihr eventuell dann hinterher noch eine dabei schmeißt. Könnt ihr ja machen mit dem Mainboard, da ist ja noch ein zweiter Slot drauf. Und die kostet 49,89 Euro bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein 750 Watt Be Quiet Pure Power 12M ATX 3.0 PCI Express 5. Das hat 10 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und vollmodular. Also erstmal 750 Watt für das System völlig ausreichend, gerade weil der Prozessor auch so sparsam ist. Die Grafikkarte pfeift sich jetzt auch nicht so viel rein. Was natürlich nett ist, wir haben hier den ATX 3.0 Standard. Das bedeutet, dieser neue High-Power-Anschluss ist schon mit dabei, falls ihr später mal auf eine 4080 oder so geht. Dann habt ihr auf jeden Fall das passende Stromkabel schon mit dabei und braucht nicht mit diesem Adapterkabel arbeiten. Wäre für das System gar nicht nötig gewesen, aber die Preisunterschiede zu Non-ATX 3.0 und ATX 3.0 sind halt geringfügig. Und das kostet 113,89 Euro bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein Enderfy ARX 500 ARGB mit Glasfenster. Das bringt schon 3 RGB-beleuchtete Lüfter in der Front mit, A140mm und einen im Heck, das heißt der Airflow ist soweit gegeben. Ich habe das Gehäuse selber getestet, auch den großen Bruder, das ARX 700, das sind echt gute Gehäuse. Ihr könnt euch das natürlich auch unkonfigurieren nach eurem Geschmack, aber ich würde einfach bei dem bleiben, weil das technisch gesehen wirklich ein gutes Teil ist. Und das kostet 108,99 Euro bei Mindfactory. Wie immer, Betriebssystem ist nur optional erhältlich, macht euch selber einen Stick fertig. Ich habe dazu eine Anleitung auf meinem Kanal, ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dann holt ihr euch irgendwo einen Key bei meinem Partner oder sonst wo, wo ihr gerne möchtet. Und dann habt ihr Windows auch. Also diese 35 Euro oder 30 Euro, was Dubaro da veranschlagt, spart es euch einfach. Service, 2 Jahre Garantie, wie immer Retourenschein. Also der Postbote holt das nicht bei euch ab. Ihr müsst ihm das dann schon in die Hand drücken, wenn mit dem Teil irgendwas ist. Oder die Kiste selber zur Post fahren. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.335,73 Euro. Und das System soll kosten 1.299 Euro. Das bedeutet für euch, er ist 35 Euro unter Selbstbau mit 2 Jahren Garantie und kommt fertig gebaut zu euch nach Hause. Ihr müsst nur noch die Grafikkarte selber einbauen. Okay, das ist klar. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt wieder ein Dubaro-Video mache. Also Manu hatte mir das zugeschickt und dann dachte ich mir, Alter, der Preispunkt ist echt gut, ist empfehlenswert und viele fragen auch immer in diesem Preisbereich, hast du auch mal was Empfehlenswertes? Weil manchmal zeige ich auch diese 4.000 oder 5.000 Euro PCs, die meistens total überteuert sind. Und deswegen wollte ich euch das einfach mal zeigen. Ich finde das wirklich eine gute Konfiguration. Und wenn Dubaro wirklich noch am RAM ein bisschen arbeitet und da vielleicht demnächst CL30er RAM reinkommt und der Preis bleibt gleich, weil das ja im Endeffekt nur 4 Euro Unterschied sind, dann ist das echt nice to have. Aber auch mit dem CL36er RAM werdet ihr jetzt keine großen Probleme haben. Ich wollte es nur anmerken, es geht halt besser. Das sind so Kleinigkeiten, die finde ich persönlich wichtig für euch. Ob ihr es merkt, müsst ihr selber schauen. Und wie immer zu guter Letzt die Kanalmitglieder. Wir haben hier Beamer, Rondrian, Robtech, Andreas Gold, Chagall und Christopher. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wer Kanalmitglied werden möchte, unter dem Video ist so ein kleiner Button. Mitglied werden kostet 5 Euro im Monat. Unterstützt uns bei unserer Arbeit. Wir bedanken uns schon mal im Voraus. Das wär's dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo wäre auch ganz nice. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.